Ein Großteil der Immobiliendeals läuft unterm Radar ab, ein Großteil läuft auf dem Radar ab. Und wenn du von allen Seiten partizipieren willst, ist es extrem wichtig, dass du dich auch mit Off-Market-Immobilien beschäftigst. Und genau darum geht es jetzt hier in diesem Video. Grundsätzlich gibt es im Immobilienmarkt immer situationsbedingt Probleme und Risiken und Chancen. Aktuell haben wir die Situation, dass die Zinsen gestiegen sind. Ja, die Zinsen sind höher wie vor 2, 3 Jahren. Trotzdem ist es in verschiedenen Marktsegmenten immer noch nicht ganz so einfach einzukaufen. Das heißt, auf der Investorenseite, wenn du ankaufen willst, ist es immer noch schwierig, richtig gute Renditen zu erzielen, weil viele Verkäufer haben das Problem, die können mit dem Preis halt nicht runtergehen, die haben zu viel bezahlt, sonst würden die Minus machen und dann suchen die lieber andere Lösungen, um quasi ihr Projekt langfristig halten zu können und den Verkauf zu verhindern. Hatte ich eben heute auch wieder ein Kundengespräch. Die sind Projektentwickler, wollen Immobilien verkaufen, machen es aber nicht, weil niemand einfach den Preis bezahlen möchte, den die gerade haben wollen. Das ist halt also schon gerade die Krux an der ganzen Sache. Es gibt Deals, aber viele davon haben die Verkäufer zu hohe Preisvorstellungen. Auf der anderen Seite als Verkäufer ist es natürlich schwierig, wenn du was verkaufen möchtest, einen gewissen Preis erzielen musst, damit du halt nicht Minus machst, dass du den richtigen Käufer findest, der bereit ist, den Preis zu zahlen. Aber da gibt es auch Mittel und Möglichkeiten, gerade im Off-Market-Segment immer noch wieder Leute zu finden, die dazu bereit sind. Aber was genau sind eigentlich Off-Market-Immobilien? Also Off-Market-Immobilien sind Immobilien, die zielgerichtet an potenzielle Käufer angeboten werden und die nicht irgendwie, ja, ich kann es mal noch anders formulieren. Es gibt sozusagen Push-Marketing und Pull-Marketing. Pull-Marketing, du stellst was online und wartest, bis sich jemand meldet, ja. Beim Push-Marketing gibst du ein Objekt einem Investor, sagst du, ey, guck mal, guck mal, guck mal, gibst es drei, vier Leuten und dann bekommst du Feedbacks, wie schaut's aus, habe ich Interesse, haben die Interesse, haben die kein Interesse, warum haben die kein Interesse, zu welchem Preis haben die Interesse und so weiter. Da muss man grundlegend unterscheiden und wenn man seine Zielgruppe genau kennt, ist es schlauer, gerade im Investmentbereich zielgerichtet auf die Leute zuzugehen, weil man den Gedanken der Exklusivität mit weitergeben kann. Und dementsprechend sind auch die Investoren grundsätzlich dazu bereit, in vielen Fällen mehr zu bezahlen, als wenn es jetzt einfach irgendwo öffentlich inseriert wurde. Und es ist auch wichtig, in vielen Fällen diskret mit den Objekten umzugehen, aus verschiedenen Gründen. Es hat mit den Mietern zu tun, es hat mit den Nachbarn zu tun und so weiter. Es hat auch mit Wettbewerbern zu tun, sodass solche Deals in der Regel unterm Radar ablaufen. Dementsprechend ist es wichtig für dich als Investor oder Immobilienverkäufer, Projektentwickler, Makler, wie auch immer du dich am Markt platziert hast, dass du auch im Off-Market-Bereich ein sehr, sehr großes und starkes Netzwerk dir aufbaust, damit du zielgerichtet Off-Market unterm Radar verkaufen oder ankaufen kannst. Und genau an dem Gedanke mit der Off-Market-Immobilientransaktion setzen wir an mit 7 Plus Club. Ich hole mal ein bisschen aus, wie das Ganze zustande kam. Und zwar, wir sind ein Gründerteam von 4 Jungs. Ich mache halt so ein bisschen die Öffentlichkeitsthemen, so Videos und so weiter. Es geht halt darum, wir haben eine Lebensmittelbrand aufgebaut, viel Umsatz auch gemacht und die Firma verkauft. Es war sehr digitallastig. Parallel dazu haben wir angefangen, Immobilienbestand aufzubauen. Das war alles 2014, 15, 16, 17, so länger her auf jeden Fall jetzt. Jetzt haben wir gerade 2024, wenn du das Video schaust, vielleicht ein bisschen später, also 2024 aufgenommen. Wir haben Immobilien gekauft, verkauft. So, dann irgendwann kam dieser Moment, es gab einen Deal. Der war off-market von einem Makler, ja, also wirklich ein off-market-Deal von einem Makler, der war auf meinem Tisch exklusiv zur Prüfung. Ich habe den mit einem potenziellen Investor angeschaut. Ich wollte es zusammen machen, den Deal mit denen. Ja, damals waren wir, also das war viel zu groß für uns vom Volumen, vom Ankaufsvolumen. Wir haben es zusammen angeschaut, Ankaufsprüfung gemeinsam gemacht und so weiter, haben Shares geeinigt an der Projektgesellschaft. Dann habe ich mich dagegen entschieden, da zu partizipieren, weil es einfach von der Lage und von meiner Leistungsanforderung, die mir gegenüber gestellt wurde, nicht gepasst hat zu mir. Also ich hätte in einer fremden Stadt wohnen müssen, hätte mich ein bisschen kümmern müssen und so weiter. Wie das alles sich entwickelt hätte, weiß ich nicht. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es für mich nicht richtig, da mitzumachen. Dann habe ich mich kurz davor ausgeklinkt, habe gesagt, so Jungs, ich bin raus, macht den Deal bitte ohne mich und viel Erfolg, teilt eure Shares unter mir auf. Ich habe sowieso bis zu dahin keinen Beitrag geleistet, außer den Deal zu liefern. Und danach hätte ich halt quasi mitarbeiten sollen an der Entwicklung, aber ehrlicherweise hatte ich auch dazu keine Erfahrung. Wir haben zwar viel gekauft, verkauft,
viel Bestand aufgebaut, aber nicht so eine riesen Projektentwicklung mit 40, 50 Wohnungen. Da habe ich keinerlei Erfahrung mitgebracht. Und deswegen hat es mich für mich richtig angefühlt, rauszugehen. Die Investoren waren damals zu einer anständigen Tippgeberprovision bereit, woraufhin wir uns, also wir vier, wir hatten ja diese Lebensmittelbrand schon zusammen seit 2014, uns zusammengesetzt haben und die Köpfe zusammengesteckt haben und gesagt haben, hey, let's go, lass was digitalisieren in der Immobilienbranche. Und zwar, was kann das sein? Es gibt verschiedene Fälle, Cases und Ansätze. Und dann war dieser Ansatz der Off-Market-Transaktion in unseren Fokus geraten, weil wir gemerkt haben, dass es sehr schlecht digitalisiert, wirklich schlecht. Bei den großen Maklern intern gibt es zwar Plattformen, die nennen sich auch Plattformen, aber da ist auch so eine Ellenbogenmentalität. Ey, mein Kollege, ich will das nicht dem geben, meine Kontakte, weil sonst müssen wir die Provision teilen und so weiter. Es gibt vielleicht auch Firmen, da ist es nicht so, da ist es ein herzliches Miteinander. Aber grundsätzlich ist es so, dass es immer geschaut wird, Ego, die Ego-Brille ist halt auf, ja, ziemlich hart. Und dann haben wir gesagt, wir bauen eine Transaktionsplattform, die auch einen überregionalen Deal zustande kommen lassen kann. Wenn zum Beispiel jetzt der Münchner Makler einen Deal von einem Family Office oder von einem Privatinvestor in Hamburg bekommt, der Münchner Makler, der in München sehr stark ist, ein Off-Market-Netzwerk hat in München und auch die Expertise, ein 20, 30 Millionen Projekt zu verkaufen, nur nicht in der Lage, die Leute kennen die richtigen. Für solche Zielgruppen haben wir genau das richtige Produkt dann geschaffen mit 7 Plus Club. Das heißt, der Makler vor Ort in München kann den Deal machen in Hamburg, ohne jemanden zu kennen. Der Makler in Hamburg kann einen Deal machen in München, ohne jemanden in München zu kennen. Und auch die Leute, die im regionalen Markt tätig sind, stellen wir immer wieder fest. Zum Beispiel Münchner will München einen Deal machen. Wir haben viele Leute, die überschneiden sich, die kennen sich. Ja? Aber die erste Frage ist, hätten die es denen auch angeboten? Oftmals nein. Die zweite Frage ist, die anderen, wie wären sie an die rangekommen? Vermutlich gar nicht. Und das heißt, mit 7 Plus Club haben wir es geschafft, wirklich sozusagen eine Armverlängerung, ein optimiertes Werkzeug zu machen, damit die Makler, Projektentwickler, Verkäufer besser agieren können und zielgerichteter an die Investoren, die ganz spezifische Assets suchen, Objekte anzubieten. Die Investoren wiederum kriegen ganz zielgerichtet ihre Wünsche erfüllt mit den potenziellen Deals, die sie halt prüfen und ankaufen können. Also nochmal ganz kurz und knapp zusammengefasst, wie funktioniert 7 Plus Club? Irgendjemand will eine Immobilie verkaufen, sagt der Plattform, was es ist. Die Plattform spielt zurück, welche Investoren genau danach suchen. Und dann findet ein Matching statt. Der kann das dem anbieten, muss er aber nicht. Auf der anderen Seite sagt der Investor uns, hey Fabian oder hey 7 Plus Club, ich suche MFHs München Umkreis 80 Kilometer und die können dann proaktiv ihre Profile bei uns hinterlegen und langfristig auch selber pflegen und anpassen. Somit ist die Plattform von sich aus immer aktuell und die ganzen Deals finden untereinander statt. Ich kann jetzt mal zwei Beispiele nennen, was gut gelaufen ist bei zwei verschiedenen Kunden. Ja, einmal ein sehr großer Makler. Bei den großen Maklern ist halt, wie gesagt, Ellenbogenmentalität teilweise gang und gäbe, aber nicht immer. So, bei denen ist es so, die schauen einfach nach, wem haben wir es angeboten und wem noch nicht. Und das sind in der Liste, da gibt es, wie eben auch schon erwähnt, da gibt es oft Überschneidungen von bereits bekannten Investoren, die aber nicht das Angebot erhielten. Bei einer anderen Kundin, eine kleinere Firma, sage ich jetzt mal, mit ein, zwei Mitarbeitern, eine Investment-Boutique, und die haben es geschafft, tatsächlich auch durch die Angebote, die sie off-market diskret den Investoren zur Verfügung gestellt haben, langfristig freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Und genau das ist halt das Wichtige zu verstehen im Immobilienmarkt. Das ist ein People-Business. Du musst mit den Leuten in Kontakt treten. Das heißt, das tollste Match der Welt ist noch lang kein Notartermin. Du als Transaktionsbeteiligter musst das vorantreiben, proaktiv. Und die Investment Boutique hat ihr Handwerk gut verstanden. Ja. Sind essen gegangen auch mal und Kaffee trinken und sonst was. Und haben sich gut verstanden mit den potenziellen Investoren, woraufhin auch zurück Aufträge kamen. Das heißt, die Dame konnte sehr erfolgreich Makleraufträge generieren durch potenzielle Investoren, denen andere Objekte angeboten wurden. Das heißt, man baut sich so einen Kundenstamm auf. In einer relativ neuen Umgebung kann man das sehr einfach und schnell großziehen, wenn man das verstanden hat. Also mit einem Knopfdruck ist noch lang kein Business entstanden. Ja? Aber wenn du verstehst, dass es ein Intro ist, um langfristige Beziehungen aufzubauen, dann hast du es eigentlich geschafft. Wenn du im Investmentbereich unterwegs bist, im Großvolumigen, weil wir richten uns überwiegend an großvolumige Investments ab 1 Million plus, kannst du in beiden
beiden Seiten aktiv werden. Die Investoren können unter dem Link 7plusclub.de/anlegen ein Ankaufsprofil anfordern. Das heißt, die tragen es ein. Also wenn du Investor bist, kannst du selbst dein Profil eintragen. Kannst alles angeben, was du suchst. Pro Assetklasse ein Suchprofil. Es gibt zum Beispiel Wohnen, Grundstücke, Logistik, Immobilien, Industrial. Es gibt Healthcare, es gibt alles Mögliche, ja, was du da auswählen kannst. Schaust du dich mal um. Und dann kannst du das anlegen. Es wird von uns überprüft, ob die Angaben der Wahrheit entsprechen. Und dann wird es als verifiziertes Profil eingepflegt. Und du kannst auch proaktiv selber zukünftig deine Suchdaten pflegen. Sofern ein Deal kommt, der dem Profil entspricht, direkt in die Inbox. Andererseits kannst du auch bei uns auf der Webseite ein Anbieterprofil anfragen. Ja, also das heißt, du gehst auf die Webseite, Anbieter, gibt es einen Dropdown, gehst du drauf, kannst eine Anfrage stellen, dann bekommst du von uns einen Anruf, um zu besprechen, ob deine Projekte für die Vermarktung über 7plusclub geeignet sind. Nicht jedes Projekt eignet sich, deswegen einfach kurz anfragen, wir sprechen darüber und schauen mal gemeinsam rein, machen einen Investoren-Check, wie viele potenzielle Investoren wir da liefern können, um dementsprechend zum Zuge zu kommen. Und dann kannst du mit unserem Vertrieb ein Gespräch führen und dementsprechend deine Projekte off-market und diskret an die Investoren anbieten. Also zum Thema Off-Market-Immobilien, kurz zusammengefasst, es ist extrem wichtig, dass du auch unterm Radar auf dem Schirm bist von den Immobilienverkäufern und ja, mit 7plusclub bist du da im Investmentbereich gut bedient, kannst dein Profil hinterlegen und kriegst auch Off-Market-Angebote zugeschickt und ja, dementsprechend wünsche ich dir viel Erfolg bei der Akquise, beim Verkauf, je nachdem auf welcher Seite du aktiv bist und alles Gute. Zum Runterladen, wenn du noch was durchlesen willst, den Immobilien-Off-Market-Report 2024. Ich habe mir gerade einen mit der Post kurz schicken lassen. Genau. Könnt ihr euch runterladen. Kostenlos.